Hallöchen zu unserer Wohnungstour. Wir kommen erstmal rein und dann. Wir kommen jetzt zur Tür einfach rein und dann ist hier unsere Garderobe. Und hier geht es direkt ins Schlafzimmer und mit dem würde ich sagen, fangen wir jetzt auch direkt an. Und genau. Sieht man es, das ganze Schlafzimmer so? Ja, ein bisschen. Hier hätten wir meinen Schminktisch. Der ist übrigens von. Boah, ich glaube, der ist von Segmüller und der Hocker ist von Höffner. Der ist sehr, sehr cool. Da habt ihr richtig oft auf Instagram nachgefragt. Der hat nämlich einfach ganz viel Stauraum. Also das ist jetzt sehr unordentlich. Aber das sind meine ganzen Kuschelsachen und so drin. Also der ist echt supi. Und dann eben mein Schminktisch, den wollte ich unbedingt haben. Der ist nämlich verspiegelt und ich wollte irgendwie so viele verspiegelte Sachen, wie es geht, hier scharf zu haben. Dann meinen Schminkspiegel. Das ist so einer mit so Leuchten. Man kann es ja auch selber dran machen, aber der ist jetzt in dem Fall schon dran gewesen. Und ich kann es mal zeigen. Man kann hier, also das ist so mit Touch einfach, der hat einen Strom angeschlossen. Und dann kann man eben das Licht so warm einstellen, kalt und neutral. Und man kann den auch heller und dunkler machen. Sehr cool, oder? Sieht der cool aus? Ja, der ist auf jeden Fall sehr schnick, also den wollte ich unbedingt haben, der war auch echt was teurer, der ist von Amazon, aber er ist auch wirklich cool und ja, verspiegelte Sachen werden sehr schnell dreckig, man muss immer sehr viel putzen, aber ich habe meistens hier in meiner Schublade vorne immer so Tücher drin, womit man dann einfach drüber wischen kann, ganz schnell. Genau, dann haben wir hier ein bisschen Deko und ansonsten habe ich eigentlich hier auf dem Schminktisch jetzt gar nichts an Deko gemacht, weil ich es irgendwie so ein bisschen cleaner haben wollte und nicht so voller Zeug, wie es zum Beispiel bei mir im alten Zimmer war. Genau, also ansonsten keine Deko. Das Ganze ist aber übrigens auch auf meinem Instagram-Kanal habe ich, oder beziehungsweise habe ich vor, zu jedem Raum so ein kleines Reel zu drehen und auch ein Story-Highlight zu erstellen. Und das habe ich für das Badezimmer schon gemacht und für das Schlafzimmer. Und da habe ich wirklich alle Sachen, die hier im Schlafzimmer sind, verlinkt. Also da könnt ihr alles finden. Deswegen, wenn ich jetzt mal nicht weiß, irgendwie woher etwas ist, ist nicht so schlimm. Dann vielleicht kurz vorab hier so ein Teppich. Wir hatten da irgendwie vor lang überlegt, was für einen wir nehmen, weil der hier ist, glaube ich, von Tayal Home oder so. Habe ich euch aber auch auf Instagram verlinkt. Also ihr seht, der hat halt so ein Muster. Wir hatten hier auch mal so einen ganz flauschigen, unifarbenen, aber der war irgendwie nicht so cool. Ich weiß auch nicht. So, dann als nächstes hätten wir hier meinen wunderschönen Spiegel oder unseren wunderschönen Spiegel. Der ist von Wayfair und der hat irgendwie um die 300 Euro oder so gekostet. Also der war sehr, sehr teuer. Der ist aber eben auch so verspiegelt und der ist auch was größer. Also ihr seht, ich bin so 1,60 und ich glaube, der ist 1,70 groß. Und ich wollte halt unbedingt so einen Standspiegel haben und ich finde, das sieht richtig cool aus. Dann geht es weiter im Raum mit Pflanzi. Pflanzi, ja. Es geht weiter im Raum mit Pflanzi. Ich finde Pflanzen zum Beispiel schön, aber ich finde Pflanzen passen irgendwie nicht so gut in unsere Wohnung, so vom Farbstil her. Außer hier das Schlafzimmer, deswegen, ja, also da wollte ich unbedingt eine Pflanze hier in der Wohnung haben. Eine richtige Pflanze, deswegen haben wir Pflanzi. Und wir mögen sie auch wirklich sehr gerne. Also wir versuchen sie zu pflegen, bisher ist sie noch nicht gestorben, aber sie hat momentan ein paar schlappe Blätter. Und hier, da fragt ihr auch drauf nach, das ist so ein Podest. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das heißt. Das ist irgendwie von, ich glaube, so einem schwedischen Hersteller. Ich glaube, das heißt irgendwie Skulm. Ja, aber der hat irgendwie 50 Euro gekostet und der ist auf jeden Fall sehr cool. Den mag ich echt gerne. Dann vielleicht schon mal weiter. Hier ist unser Bett. Wir haben, ich rede so viel. Ja, es wird echt lange. Ich muss so viel erzählen. Okay, ich versuche mich ein bisschen kürzer zu fassen. Hier ist unser Bett. Bett und Schrank, würde ich sagen, schaut auf jeden Fall bei Instagram vorbei. Da habe ich nämlich geschrieben, wie das heißt und wo wir das her haben und so. Wir haben das alles auch in meiner Familie gemacht, weil ja, die auch in der Möbelbranche tätig sind. Aber ja, das ist auf jeden Fall unser Bett. Finde ich auch sehr, sehr schön. Das Beste an diesem Bett ist einfach, dass hier drunter ein Bettkasten ist. Den kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil der Kissen abgeräumt ist. Aber der ist auf jeden Fall mit das Beste an der Wohnung, ne? Ja. Weil, tut mir übrigens echt leid, wenn ich jetzt hier so viel rede, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss einfach so viel dazu sagen, sonst zeige ich dir nur alles schnell. Ja, jetzt unsere Wohnung ist nicht mega groß, also 54 Quadratmeter und deswegen haben wir wirklich versucht, wo es nur geht, Stauraum ja, hinzubekommen. Und hier ist auf jeden Fall unser Bett. Hier Bilder von Wesenio, die
ganzen Gardinen hier sind, glaube ich, auch von Ikea beide, oder? Ne, die ist von Ikea und die ist von Otto oder so. Von Otto oder so. Brauchen wir halt einfach, weil wir hier keine Jalousien haben. Aber ja, es ist halt ein Altbau. Also die Decken sind hier auch was höher, würde ich sagen. Ich glaube 2,70 oder so. Was sehr cool ist. Und ja, wir haben eben keine Jalousien. Ist aber auch nicht schlimm. Ansonsten haben wir uns übrigens für ein Bett entschieden, was 1,60 Meter breit ist. Also hier von der Breite her ist 1,60 breit. Wir hätten auch gerne noch ein größeres gehabt, aber wir wollten unbedingt beide Nachttische haben. Vor allen Dingen hatte ich schon Monate bevor wir eingezogen sind sozusagen die Nachttischlampen gekauft, die geisteskrank teuer waren. Aber ich wollte sie einfach unbedingt haben und dann hatten wir einfach diese unfassbar teure Nachttischlampen, aber wussten nicht, wie wir hier irgendwie noch so Nachttische und so hinbekommen können. Und im Endeffekt, sind das jetzt einfach so, wie nennt man das, Blumen, wie heißt es nochmal? Blumenständer oder so. Das sind einfach Blumenständer gewesen von Höffner. Ja, also es gab einfach keine anderen besseren Nachttische, weil das sind irgendwie nur 25 cm Breite. Genau, ja, okay. Die Wäsche ist von Claire & Blake. Die ist jetzt nicht gebügelt. Aber ja, also ich weiß nicht. Ich finde die mega schön, aber ich will euch das jetzt nicht, ich will euch das nicht empfehlen. Vielleicht noch kurz unser Neonschild. Da fragen nämlich auch immer richtig viele zu. Das habe ich David geschenkt zum Geburtstag. Das ist, glaube ich, von was ist das? Von Neon Everglow, glaube ich. In der Länge 75 cm. Was ich richtig blöd daran finde, ist, dass man einfach nur eine Farbe sozusagen kaufen kann. Also, warte, ich muss mal an. Also wir haben jetzt einfach so ein Weiß. Und es sieht auch an sich richtig cool aus, aber man kann halt die Farbe nicht verstellen. Man kann es nur ein bisschen dunkler zum Beispiel machen. So zum Beispiel. So. Ja, das kann man halt einstellen. Okay, jetzt habe ich sehr viel gelabert. Jetzt gehen wir in den Flur. Ganz kurz noch zu dem Schrank. Jetzt nicht irgendwie, ich will mich jetzt nicht ganz groß dran aufhalten. Der Schrank ist, glaube ich, 2,40 Meter. Oder weißt du, wie breit der ist? Weiß nicht. Oder 2,20 Meter oder so breit. Das hier ist Davids Hälfte. Da hinten die beiden Türen sind meine Hälfte. Und die in der Mitte teilen wir uns sozusagen. Und dadurch, dass es hier eine Altbauwohnung ist, ist hier wirklich alles sehr, sehr schief. Und das war echt ein bisschen problematisch manchmal bei Möbeln aufbauen. Aber wurde bei uns zum Glück gemacht. Der Schrank wurde uns aufgebaut und dann wurde das Ganze an die Wand montiert und so, aber das war echt ein bisschen kritisch. Und ja, es ist begrenzter Platz, würde ich sagen, aber ich habe meine Sommersachen jetzt zum Beispiel auf meinem Bettkasten und dann klappt das auch. Ich weiß nicht, soll ich kurz mal eine Tür zeigen? Also meinen Teil kann ich aber so ein bisschen zeigen. Ist nicht mega aufgeräumt, nicht so aufgeräumt wie beim David, aber ja. Hier habe ich noch so eine Schublade mit so Schmuck und sowas. Genau. Ja, ist jetzt auch nicht so mega interessant. Dann weiter in den Flur. Habt ihr schon gesehen, da ist die Garderobe direkt. Also, was heißt Garderobe? Wir haben eigentlich unsere... Drei Haken. Ja, unsere Jacken im Schrank eigentlich immer. Aber hier haben wir meistens unsere Taschen hängen, die wir gerade eben benutzen. Oder wenn so Gäste kommen oder so, dann können wir es natürlich auch super da einfach hinhängen. Dann meine geliebten Spiegel, den hat David mir geschenkt zum Geburtstag oder so, ne? Der ist sehr cool, weil, Leute, schaut bitte, wie groß der einfach ist. Also der hat so einen krassen Durchmesser, ich weiß gar nicht wie viel, aber er ist sehr groß. 1,10 Meter. 1,10 Meter. Oder? Ne, ist größer. Also der ist auf jeden Fall extrem groß. Dann ein sehr cooler Hocker, ich liebe ihn, der ist aus so grauem Samt. Auch wieder mit Stauraum, sieht auch sehr unordentlich aus, aber sind halt so Tüten, unsere Picknickdecke für Flausch, hier so ein bisschen was. Und wenn man dann so seine Schuhe anziehen muss, dann kann man sich halt perfekt hier irgendwie so draufsetzen. Schön das? Die Bank? Ja. Oder nicht so? Die so. Ja. Okay. Ja, aber auf die haben wir auch extrem lange gewartet. Ich weiß noch genau, als wir die Zusage von der Wohnung bekommen haben, war das wirklich das erste, was wir bestellt haben im Januar. Und ich glaube, die kam erst im Mai oder Juni. Also es war sehr, sehr nervig. Hier neben eine Vase, die eigentlich immer ausverkauft ist. Die ist von Ikea. Die ist von H&M, sorry. Von H&M Home ist die. Die ist sehr schön. Und Palmsgrass. In dieser Wohnung, werdet ihr sehen, ist sehr viel Palmsgrass. Ja. Und das ist aber gekauftes.
von so einem Shop, will ich aber auch nicht empfehlen, finde ich auch nicht so gut. Wir haben eigentlich ansonsten in der ganzen Wohnung unser eigenes Pampasgras, was bei der Mama im Garten ist. Das ist viel, viel besser. Genau, okay, dann weiter. Vielleicht kurz vorab, was ganz cool ist. Wir haben hier auf dem Boden so, das kann man einfach im Baumarkt kaufen. So Licht für, aus, vielleicht genial. Ja. Das ist echt ganz cool, das ist aus dem Baumarkt. Das sind so, so Sensoren. Hat auch irgendwie 12 Euro gekostet, wenn man so abends nochmal ins Bad muss oder so. Da muss man sich das ganze Licht anmachen. Das ist auf jeden Fall sehr schnieke, wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Okay, daneben ist unser Schuhschrank. Auch sehr wichtig, kann ich euch sehr empfehlen, weil wir haben, ja, also wir haben jetzt nicht übermäßig viele Schuhe, aber irgendwo muss man die auch irgendwie hinbekommen. Deswegen ist das echt gut. Ihr seht ja, wir haben echt einen mega langen Flur und wir haben hier auch irgendwie versucht, so rauszureißen, was geht, was die Stauraum und so angeht. Und deswegen auch den Schuhschrank. Der ist, weißt du noch, woher der ist? Das weiß ich gar nicht mehr. Wir haben so lange nach einem Schuhschrank gesucht und das ist wirklich. Ich weiß gar nicht warum, aber es war. Weil du goldene Griffe wolltest. Nee, der war nicht mit. Ach so, wegen den Maßen. Wegen dem Maß war es irgendwie richtig schwierig. Weil der Flur so schmal ist. Ja, also von der Tiefe her ist der, glaube ich, 35 oder 40 cm tief. Und vorher hatte der halt andere Griffe, aber die haben wir ausgetauscht. Ich habe hier so goldene bei Amazon gekauft. Kannst du mal ein bisschen näher zeigen? Die sind wirklich mega schön. Also die waren auch nicht teuer oder so, aber sind halt aus so einem richtig schönen Gold. Und sind echt cool. Daneben haben wir dann hier noch so eine Kommode. Auch ganz gut, einfach auch wieder damit wir mehr Stauraum haben, weil wir irgendwie auch unsere ganzen Sachen so verstauen müssen. Und ansonsten ein bisschen Deko. Wir hätten hier eine kleine Schlüsselvase. Ja, und ansonsten einfach so ein bisschen Deko, Pampasgras. Hier sind zwei Bilder von Desenio und das war auch eigentlich so vom Flur her. Was auch sehr cool ist, sind die ganzen Deckenspots hier. Wir haben echt mega Glück gehabt, weil der Vermieter einfach alles neu gemacht hat. Also der hat alles hier renoviert. Vorher waren auch die Türen und so alle braun, aber sehr cool geworden. Und hier ist dann auch schon das Badezimmer. Okay, ja. Also unser Badezimmer ist klein, aber fein. Es wurde auch eigentlich komplett neu gemacht. Jetzt sieht Fliesen nicht oder so, aber Toilette, Waschbecken, die Duschkabine und so wurde auch alles neu gemacht. Und wir haben uns überlegt, dass wir das eben in schwarz halten wollen. Also unsere schwarze Sachen gesucht. Wir haben leider keine schwarzen Möbel gefunden, die in kürzeste Zeit geliefert werden konnten, aber es wäre auch gar nicht so schlimm. Ich glaube, so ist es viel cooler. Also ansonsten haben wir alles in schwarz gemacht. Kannst du das noch zeigen? Hier ist so ein Regal. Die ganzen Sachen habe ich euch aber auch alle auf Instagram verlinkt. Da habe ich auch das Reel schon zum, wie heißt es, zum Badezimmer online. Hier ein schwarzer Wäschekorb, ein bisschen Deko. Das leckerste, also der leckerste Duftraum von Rituals. Ja, wir haben überall hier schwarze Handtücher. Was, Leute, ich sag's euch, ich kann euch wirklich nur empfehlen, holt euch schwarze Handtücher. Das ist praktisch der Welt. Und genau, da noch ein Schrank, hier ein Unterschrank für ja, so Putzzeug und so. Das hier haben wir, also den Spiegel haben wir letztens erst ausgetauscht. Der Mieter hatte nämlich so einen ganz normalen angebracht, aber weil wir leider nur kleben können und nicht in die Fliesen bohren sollen, ist der runtergekracht und war da ein bisschen kaputt, deswegen haben wir einen neuen gekauft. Und auch hier zum Beispiel diese Halterung oder auch die in der Dusche, die sind von Amazon, die sind einfach zum Kleben. Also sehr cool. Ne? Und hier halt einfach so ein Schrank, wo wir einfach unsere Sachen drin haben. Wir hatten erst überlegt, ob wir hier die Waschmaschine, glaube ich, hinmachen können. Aber ich glaube, das hätte vom Platz her nicht ganz gepasst. Und ich zeige euch gleich, wie wir das gelöst haben. Aber ja, der Schrank reicht auch für uns, ne? Vom Platz her. Zu zweit. Also wir haben hier keine Platzprobleme in der Wohnung. Ja, weiter geht's in die Küche. Machen wir das Licht an. Genau, also hier ist die Küche. Zur Küche kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, das werde ich auch mal alles auf Instagram machen, woher die ist und so, weil das würde jetzt irgendwie den Rahmen sprengen. Mein Onkel hat die Küche auch geplant. Also es ist richtig cool geworden, er hat wirklich alles hier rausgeholt. Vor allem die Küche ist dafür, dass die Wohnung ja relativ klein ist, ist die Küche eigentlich echt groß und deswegen haben wir hier auch immer mega viel Stauraum und natürlich hier die Dunstabzugshaube auch hier drüber dann, also die ist auch verkleidet, was ich echt cool finde, weil ich finde, das sieht schöner aus als so eine Dunstabzugshaube. Dann haben wir hier noch so Gewürze drin, eine schwarze Spüle, also ein schwarzes Waschbecken. Ich
wollte wirklich unbedingt ein schwarzes Waschbecken haben. Eben auch nochmal diese ganzen Lichter, kann man natürlich auch an- und ausmachen. Auch sehr praktisch. Und zum Thema Waschmaschine, die haben wir jetzt hier drin. Auch hier hinter eben verkleidet, also man sieht es gar nicht. Das ist übrigens ein Waschtrockner, den wir gerade kurz pausieren mussten, weil er zu laut war. Aber ja, ist auf jeden Fall echt cool. Wir hatten erst überlegt, ob Waschtrockner Sinn macht, aber schon sehr praktisch, ne? Also der ist auch echt mega gut. Und dann ist da die Spülmaschine. Und hier vielleicht einfach nur ganz kurz nochmal, hier ist der Kühlschrank, hier ist das Gefrierfach. Ist jetzt nicht super spannend, also ja. Aber was auch sehr, sehr cool ist an der Küche ist, wir haben halt, wie ihr seht, ja irgendwie nicht quasi einen Raum, wo wir alles abstellen können, also kein Abstellraum oder so. Und deswegen war halt irgendwie so auch die Frage, wo wir unsere ganzen Putzsachen, Bügeleisen, Staubsauger und sowas alles reintun können. Und dann haben wir uns eben gedacht, dass wir hier einfach einen großen Schrank hinmachen, wo wir alles unterbringen können. Das ist, ich sag's euch, das ist mit dem Bettkasten das Beste hier in der Wohnung, ne, was so Stauraum und so angeht. Und ich weiß nicht, wer es auf Instagram mitverfolgt hat, aber David hat ungefähr alles gekauft, was zuklappbar ist. Sei es Wäschekorb innen zuklappbar, Eimer und so. Und ja, hier passt alles super rein. Hier werden dann. Zeig bitte den Wäschekorb. Wie viel Platz nehmen Wäschekörbe weg? Achso, ja. Als wir nämlich die Zusage von der Wohnung hier bekommen haben, hatten wir dann schon noch einiges an Zeit, würde ich sagen, bis wir da hier eingezogen sind, weil hier halt noch einiges gemacht werden musste. Und das war richtig gut für uns, weil wir. Zum Beispiel die Küche, das hat halt auch irgendwie 2 Monate oder so gedauert und auch Sofabett und sowas braucht ja momentan alles total lang. Und dann haben wir uns halt über so viele Sachen Gedanken gemacht, wo man die irgendwie ja abstellen könnte, weil wir beide schon sehr ordentlich sind und es halt auch schön haben wollten. Und es war uns halt irgendwie wichtig, dass es so aufgeräumt auch mal aussieht. Und dann denkt man sich zum Beispiel so, wir haben nämlich keinen Keller, also manche Leute haben ja einen Keller in der Wohnung oder einen Waschkeller oder so. Da hat man halt so, wo kann man zum Beispiel einen Wäschekorb hin tun? So Wäschekörbe sind so unpraktisch. Und dann haben wir halt so Sachen wie einklappbare Wäschekörbe und so. Toll. Ist ja absolute Wahnsinn. Absolut praktisch. Kann ich euch sehr empfehlen. Und ansonsten hier noch vielleicht zu in der Küche. Das finde ich, ist, das macht doch mal so richtig, ist richtig schön einfach. Hier haben wir unseren Weinkühlschrank, da fragt ihr auch sehr oft nach. Der ist von CZOTEC oder irgendwie sowas. Könnt ihr mir auf Instagram schreiben, wenn ihr den auch sucht. Habe ich letztens nämlich auch schon einem von euch mal einen Link geschickt gehabt. Kaffeemaschine und das hat mein Onkel eben auch gemacht. Richtig cool, das passend zu der Arbeitsplatte in demselben Material oder in demselben der Material quasi, ne? Hier noch so diese Wand gezogen wurde. Ich finde, das sieht echt schön aus. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich wegen der Deko noch ein bisschen was ändern soll, aber so ist es schon mal gut und so gefällt es uns auch gut, ne? Und diese ganzen Behälter hier, die finde ich auch mega. Die sind von Butlers. Genau. Kaffeemaschine habe ich dir schon gezeigt. Da ist übrigens auch wirklich was drin. Es ist nicht nur Deko, da sind wirklich die Sachen drin. Und dann, ja, hier ist noch von der Dame hier Napkin. Und hier ist unsere Bilderwand. Wir haben auch die ganze Zeit überlegt gehabt, sehr lange, was wir da hin machen, weil es irgendwie so ein bisschen leer noch aussah und wir wollten es halt irgendwas so ein bisschen besonderer hier sozusagen haben. Und dann hatte David sogar die Idee mit diesen Bilderleisten, ne? Mhm. Oder? Mit den Bilderleisten hier, das sind einfach 2 Stück. Und die Bilder sind auch von Desenio. Es war ganz schrecklich, habe ich auch mitgeblockt irgendwann. Es war so schrecklich, Leute, das hier anzubringen. Ist auch schon mal runtergekracht und so wegen den Wänden hier einfach. Aber jetzt hält's, ne? Also jetzt haben wir eine gute Lösung gefunden, dass es hält. Und genau, das ist die Küche. Man hat die Küche gesehen. Okay. Dann, Schatz, ja, nicht. Dann geht's weiter zum Wohnzimmer. Wohnzimmer ist sozusagen, also die Küche sozusagen, das Wohnzimmer ein Durchgangszimmer. Hier war auch vorher eine Tür drin, ganz normal, so wie da eben auch. Aber wir haben uns dazu entschlossen, dass wir eine Tür rausnehmen wollen, damit das so ein bisschen offener und ja, so ein bisschen offener einfach hier ist. Und das hat einfach am meisten Sinn gemacht, die hier rauszumachen, weil da braucht man halt schon die Tür, aber hier nicht. Und es theoretisch, so wie wir uns das Ganze hier vorgestellt haben, wäre es auch gar nicht möglich gewesen, weil. Ich weiß nicht, ihr seht es ja jetzt, da ist jetzt direkt der Fernseher und wäre zur Tür aufgegangen, wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Aber ja, hier ist auf jeden Fall Wohnzimmer, was ich noch schnell noch machen. Also, hier jetzt das Wohnzimmer. Wohnzimmer ist auch echt was kleiner. Am Anfang haben wir ein bisschen gefragt, wie alles hier hin reingekommen soll, ne? Aber es hat auch super geklappt.
Und ja, also es war eigentlich klar, dass wir hier auf jeden Fall das Sofa hinstellen und hinstellen müssen auch, weil die Wand, ich weiß nicht, ob man das hier hinten sieht, aber kann ich euch auch sonst gar nicht mal zeigen, die Wand hier hinten ist halt schief, also geht quasi so nach hinten, dann hätte man da jetzt nicht irgendwie hier so ein Sofa oder so hinstellen können. Deswegen, hier ist unser schönes Sofa, ich liebe das. Ansonsten ist hier noch natürlich Davids schöne Decke. Ich liebe sie, die benutze ich auch wirklich jeden Tag, die hat er ja selber gemacht. Habe ich sogar letztens noch gesehen, habe ich noch mein Story-Highlight zu. Ja genau, kurz vielleicht zur Couch. Man kann das hier einfach hoch und runter machen, wie man möchte, dann natürlich auch. Und man kann die Couch auf jeden Fall auch ausfahren, was auch sehr praktisch ist, wenn halt Freunde kommen oder Leute zu Besuch sind, dann können die hier besser drauf schlafen. Und genau, dann der Teppich ist auch wieder von derselben Marke wie aus dem Schlafzimmer. Das Bild hier wieder von Desenio und ihr seht jetzt, irgendwie haben wir so in jedem Raum haben wir irgendwie so ein bisschen so ein anderes Farbschema, würde ich mal sagen. Also in der Küche ist ja so schwarz, weiß, bisschen Holz und der Flur ist eigentlich so ähnlich wie das Wohnzimmer hier. Und zum Beispiel im Schlafzimmer haben wir gar kein Gold, da haben wir eher so verspiegelt, weiß, grau und hier eben auch wieder dieses warme Beige mit Gold, weiß und so. Das finde ich mega schön. Und ja, der Couchtisch. Der ist von West Wing. Da hatten wir einige Diskussionen wegen diesem Couchtisch. Den gibt es nämlich auch noch in Schwarzmarmor und wir konnten uns da nicht so ganz einig werden, aber es ist dann der Weiße geworden, wie ich es wollte. Und ja, so wie es jetzt eingerichtet ist, passt ja Schwarz ja auch nicht hin. Ja, genau. Dann wenn wir den Schwarz genommen hätten, hätten wir auch alles ganz anders gemacht. Aber ich finde, so ist es jetzt am schönsten und gefällt dir auch, ne? Der Fernseher hat David alles geholt, ausgesucht und so, weil der ist auch mega schnieke. Weißt du was? Also David hat dahinter so Neonlichter geklebt und deswegen ist da halt so Neon hinter. So ein Licht einfach, das finde ich auch sehr schön. Kann man aber auch die Farbe wechseln. Und das hier ist, glaube ich, sogar auch von Wayfair, meine ich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon, ist auch ganz praktisch. Kann man hier eben so ausfahren und das ist an sich matt, aber hier die sind, glaube ich, glänzend, ne? Hier die Außen. Und ja, eine Soundbar, dann haben wir hier überall so Kabelkanäle verlegt. Nochmal ein paar Kerzen, dann haben wir hier auch ein paar Kerzen. Und natürlich nochmal Pampasgras. Die waren finde ich auch richtig schön. Die ist von Best Secret und das Pampasgras wird aber noch ausgetauscht. Weil das ist auch noch aus unserem Garten vom letzten Jahr, aber das war das so, was nicht mehr so schön war. Und jetzt haben wir schon Neues abgemacht. Das tausche ich dann noch die Tage irgendwie aus oder in den nächsten ein, zwei Wochen. Ja, dann kommen wir zum Esstisch. Haben wir auch überlegt, ob wir ihn quer hinstellen oder ob wir ihn so hochkant hinstellen. Aber so macht jetzt echt am meisten Sinn. Und am liebsten hätte ich denselben Esstisch gehabt wie der Couchtisch von West Wing, weil es gibt dazu passend den Esstisch, aber der hätte eine Länge von 1,80 gehabt und der hier ist jetzt 1,40. 1,80 wäre einfach für diesen kleinen Raum jetzt viel zu groß geworden. Also der wäre dann bis hier oder so gegangen wahrscheinlich, ne? Aber vielleicht irgendwann dann, wenn wir mal umziehen oder so. Ja, jetzt erstmal reicht auch der hier. Der ist von, ich glaube, der ist von Home24 oder von Segmüller. Kommt aber auch alles, also verlinke ich alles auf Instagram Otto, noch. Ne? Nicht Otto. Ah, von Otto, jetzt kann auch sein. Und dass die Stühle sind dann, glaube ich, von Segmüller. Mhm. Okay, dann ist der hier von Otto, der war auch echt eigentlich voll günstig. Eben auch in diesem Marmor und ja, der ist echt gut. Ne? Hier können wir gut in unserem Freundezimmer, man kann ihn theoretisch auch ausklappen, wenn jetzt noch irgendwie Familie oder Besuch kommt. Und ja, hier lernen wir halt immer, also ihr merkt das schon, wir haben jetzt hier irgendwie nicht einen Arbeitsraum oder ein Arbeitszimmer oder so. Und machen halt unser Uni-Zeug immer hier oder ich sitze zum Beispiel auch auf einem Schminktisch. Ja, die Stühle, wir dachten, die wären heller, muss ich sagen, aber jetzt gefällt es mir echt cool so. Die sind, wie gesagt, von Segmüller, sind echt flauschig, auch eben aus Sand. Die Wand hier haben wir beige gestrichen, das habt ihr bestimmt schon gesehen, möchte ich auch noch kurz erwähnen. Sieht man gar nicht so richtig auf mir. Nee. Weil ich so ein ganz leichtes Beige hat, die jetzt nicht mega, mega dunkel oder so, sondern echt so ein ganz helles Beige. Und dann wieder einfach ein bisschen Deko, Pampasgras, unsere schönen Lampen, die liebe ich, finde ich total schön. Die sind auch qualitativ echt hochwertig. Hat Michele uns angebracht, weil das war echt, glaube ich, ein Akt und das hat so lange gedauert. Aber es gefällt mir echt gut. Also das ist eigentlich eine Lampe, aber wir haben einfach
eben zwei von denen gekauft und die hat nebeneinander so angebracht und so finde ich auch am schönsten. Und ja, dann noch hier eine schöne Lampe, auch sehr groß. Haben wir leider nicht so oft an, weil irgendwie, wenn man hier dann so sitzt, dann ist man so geblendet von dem Licht. Ne? Aber ich glaube, wenn es so dunkler ist, dann ist die schon echt gut und die macht auch ein schön warmes Licht. Okay, dann vielleicht eigentlich nur noch dieser Schrank hier, der ist von Ikea. Das ist einfach so ein Badezimmerschrank eigentlich, aber der ist auch voll praktisch, den haben wir einfach so an die Wand montiert. Und da drin, hier oben, sind unsere ganzen so Biergläser, Weingläser. Dann haben wir hier immer unsere Uni-Sachen und so drin, Laptops und noch ein paar Spiele. Aber es ist auch mega gut für den Stauraum einfach. Und eigentlich war es das auch schon so von der Wohnung, ne? Mhm. Naja, hier noch unsere schönen Bilder. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Das ist so eine Firma, die macht so eure eigenen Bilder quasi in so karikaturmäßig. Nee, nicht Karikatur, sondern einfach so... Ja, ihr seht, wer ich das meine. Das ist einfach ein Bild von uns aus Amsterdam und das hier ist unser Bild aus Rom. Finde ich sehr cool. Okay, und ja, das war es auch eigentlich dann mit der Wohntour, beziehungsweise eigentlich mit der Wohnungstour. Und ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt ein bisschen viel geredet, also ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Ansonsten, wie gesagt, ich mache auf jeden Fall auf Instagram auch weiterhin noch die Highlights, wo ich alle Artikel und so verlinke, weil ich glaube, das würde sonst hier den Rahmen sprengen. Fürs Schlafzimmer und Badezimmer habe ich das, wie gesagt, schon gemacht. Und ich hoffe, die Wohnung hat euch gefallen. Ihr habt wahrscheinlich eh schon mega viel auf Instagram gesehen und mega viel hier auf YouTube gesehen. Aber ich hatte es eher versprochen und wollte es auch auf jeden Fall noch machen. Okay, dann möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so viel weiter reden und würde mich sehr über einen Kommentar freuen, wie euch die Wohnung gefallen hat. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!